Also, Marie-Louise, wir haben dich in eine Schönheitsfarm gelockt. Ja? Wir haben schon davor geredet, wie kriegen wir das hin? Das ist ja eigentlich unhöflich. Wir können ja nicht einfach hingehen und sagen, siehst ein bisschen müde aus um die Augen, gehst du mal in eine Schönheitsfarm. Wie ist das passiert? Ja, ich bekam einen Anruf von einem Redakteur, der sagte, also Marie-Louise, du hast doch Osterpause. Und ich finde so, ab 50 sollte man was für seine Schönheit tun. Sag ich, wie war? Soll ich doch mal tun. Ja, dann können wir vielleicht eine kleine Geschichte fotografieren. Und dann sage ich, ja gut, warum nicht? Können wir mal machen. Und dann passiert es. Wollen wir mal sehen, was passiert. Ja, also ich kann nur eines sagen, also diese Schönheitsfarm war zum Schluss ein Käfig voller Narren. Sehen Sie jetzt Marie-Louise Marjan in Salon des Grauens. Unter diesem edlen Dach befindet sich also unsere Schönheitsfarm, in der die chinesischen Wochen angebrochen sind. Viel Ying und viel Yang. Also, wie Sie ja wissen, haben wir momentan die chinesische Woche hier. Noch bis nächste Woche, Ende nächste Woche. Das ist die China-Wong-Therapie, die haben Sie auch gebucht. Da ist der Dr. Wing Gu, ein deutscher Arzt, der 20 Jahre in China studiert hat. Und Sie sind jetzt sozusagen einer von den Kandidaten, die ihn mal ausprobieren dürfen. Das heißt ausprobieren? Versuchskaninchen? Nein, das ist gar nicht der Arzt. Über 20 Jahre Erfahrung hat er. Nur muss ich Ihnen schnell noch ein paar Fragen dazu stellen, damit er individuell auf Sie eingehen kann. Ja. Benutzt Sie Nagellack? Mhm. Wenn ja, wie oft in der Woche? Die Helga Beimer trägt nur Nagellack, wenn sie halt, sagen wir mal, zu einem Fest geht oder sonst irgendwas. Das ist übrigens der Herr. Gibt es bei Ihnen ein dermatologisches Bedenken gegen die Verwendung von sulfursauren Destillierhydraten? Was fragt ihr? Sulfursaure Destillierhydrate? Sulfursaure? Nein, was ist das so? Eigentlich meint es nur, ob Sie Probleme haben mit Nüssen, Orangen oder Quark. Nein. Das ist unsere Lachgas-Hybrid-Therapie. Das ist so einmal so auszulachen. Lachen ist gesund, das wissen wir alle. Geht so 13 Minuten. Herrlich, ich sitze hier den ganzen Tag und lache mit. Ja. Uns gelaufen diese Ming-Pi-Lachgas-Hybrid-Therapie. Machen wir jetzt noch hier einen kleinen Test. Da müssten Sie, das ist fast wie bei der Polizei, hier einmal hier reinblasen, bitte. Ich guck mal, ob dieser Luftballon. Ja, das geht schon so. Hören Sie mal bitte jetzt kräftig. Ja, dann haben Sie das ja geschafft. Ist ein bisschen schlaff, aber es geht schon. Also, den Blasen habe ich nicht so. Mussten Sie auch noch nicht so oft ins Röhrchen blasen, Gott sei Dank. Nein, nein, noch nie. Wenn Sie mir jetzt noch mal kurz folgen würden und dann das Ganze mal erstmal bekommen. Das lasse ich hier? Ja, das lassen Sie bei mir. Ja. Gesichtsmassage von einem von den Masseuren aus unserem Haus, ja? Sie mir kurz folgen. Die Frau McLean sitzt hier auch schon. Wenn Sie sich da drüben bitte... Hallo. ...setzen würden, das ist ja nett. Dankeschön. Kommt dann gleich, Herr Frank. Ja, das ist so. Da habe ich auch im ersten Moment ein bisschen gestutzt. Das ist wohl vorher und nachher. Ich kann nur hoffen, dass das nicht nachher ist. Ja, und man kann das nachher. Wie so eine Mutation, als wenn das ein Mann ist und der ist. Ja, den hinten habe ich noch gar nicht so gesehen. Wie hat es denn Sie hierher verschlagen? Wie hat es denn Sie hierher verschlagen? Wissen Sie. Ich will ja immer was für meine Schönheit tun. Ja, ich auch. Man muss wenn ich das anschaue, bin ich mir gar nicht ja, so sicher. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Mein Gott, ja. Man muss wirklich was tun. Das ist auch ein gewissen Alter. Das ist schon gefährlich. Also das sieht ja ein bisschen normaler aus. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Was geht's? Wie sah sie denn vorher aus? Weiß. Ach, sie war schon vorher hübscher. Sie wird immer hübscher. Wir sind international. Ja, international. Also was sie ungewöhnlich finde, ist, dass man die Badewanne, meistens transportiert man ja die Menschen, aber nicht die Badewanne. Ja, das ist halt so, damit der Körper nicht kalt wird, wenn sie aussteigen. Darf ich noch einmal ganz kurz Ihnen hier diese Zettel geben? Und zwar, dass Sie sich dann für eine von diesen
6 Therapien entscheiden. Jetzt müssen Sie helfen, ohne Brille will ich hinfassen. Also das erste ist eine Revitalizing Subcutan Health Freshing. Und dann das zweite ist Ginger Bath Steam Conduction Course. Ginger, das ist eine Ingwerkur mit Inhalation. Und das nächste kann nicht mal ich lesen. Was das Filions Mia Ketzer Mechtun Haar in Frage. Das gefällt mir nicht. Ja? Kopfschmerzen? Ja. Schon länger? Ja, schon länger. Stimmt, dann musst du mal schnell, der Meister ist gerade drin. Und dann haben wir es zu machen. So, tschüss. Jetzt hoffentlich kommt noch ein ganz reizendes Männer, mein Gott, mit dem ich jetzt zu tun habe. Ja, das ist nicht schlecht. Der Meister ist eine ganz tolle Behandlung mit einem Erdstrahlensensor hatte da. Kopfschmerzen unheimlich schnell wegbekommen. Die Patienten sind alle begeistert. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich auch noch. Schade. Klingt ein bisschen der Amtler im Haus. Nein, es klingt wie Baustelle, aber das sind diese Strahlbestrahlungen. Also ist das, klingt das immer so? Das klingt immer so. Ja. Ja gut, warte, vielleicht kommst du ja leben. Die Therapie nehme ich nicht. Müsst ihr auch wieder keine Kopfschmerzen? Ja. Da kommt der Frank, unser Hausmeister. Das ist kein Problem, Sie können sich beide irgendwie entscheiden. Das gehört von Maria. Ja, ja. Das war die Frau Maria. Ja. Ciao. Haben Sie das als Gelegenheit, also? Nein. Monster, ja. Die Meisterweise. Was soll da anders sein? Sie sind anders bei Marcel. Unfrisch gewaschen, aber nicht nach Öl, wenn wir nicht zu Öl arbeiten. Normalerweise riechen sie nach Massageöl. So in diesem Fall. Ja, stellen Sie sich doch nicht so an. Pass jetzt vor zur Massage. Entschuldigen Sie, dass ich gelacht habe. Frank? Ich habe irgendwie vergessen. Ich soll 2 Stunden da drin bleiben, jetzt bin ich total ausgetrocknet. Frank! Das ist aber Ihre Abteilung. Das ist doch keine Beauty-Bar hier. Das ist die versteckte Kamera. Ein Schaumbad mit Marie-Louise Marjan. Aber so weit habe ich es dann doch nicht geschafft. Nein, nicht ganz. Aber Marie-Louise, kannst du den Laden weiterempfehlen? So an Else Kling zum Beispiel? Ja, ich würde sagen, absolut, ja. Ich weiß zwar nicht, wie die dann mit diesen Elektroden zurechtkommt oder mit den überraschenden Männern, die da auftreten, aber wir werden sehen. Schickt sie mal dahin. Ja. Du warst schon sehr überrascht. Also bei dem Adonis, da war ein leichtes Leuchten in den Augen. Ja, ein leichtes, großes. Ja. Ja, ich fand das also ganz, ich da war etwas erstaunt, dass ich dachte, ich denke, das ist eine Frauenabteilung, wieso sind hier auch Männer? Aber ist ja heutzutage alles gemischt, nicht? Ich meine, bietet sich ja an, ist in Ordnung. Nein, das war ganz schön. Nein, weißt du, Tommy, als ich so kam, da dachte ich, also die Dame, die mich in Empfang genommen hat, die war sehr überzeugend.
so, da dachte ich mir, chinesische Wochen. Chinesische Wochen finde ich ja merkwürdig. Also ich war mal in Frankreich, habe Thalassotherapie gemacht und da gab es ein Shiatsu, das kannte ich. Und darum so das etwas japanisch-chinesisch, man hat ja von allem schon was gehört. Aber ich dachte, chinesische Wochen in Österreich, in einem so wunderschönen Hotel. Das klang nach Fast Food, ne? Ja, in so einem wunderschönen Hotel wie dieses Posthotel. Dachte ich immer merkwürdig. Aber mach mal mit, lass mal auf dich zukommen, dann wirst du ja sehen, was passiert. Ne? Die Schwebenummer? Ja. Also ich glaube, die hat weniger interessiert als Adonis, oder? Nur kurz rüber geguckt, oh, da schwebt jemand und wieder zurück, ja? Nein, soll ich ein kleines Geheimnis verraten? Ich lag so da und dann merkte ich die Hände von dem Masseur und dachte ich, merkwürdig, die riechen aber so nach Rauch. Ein Masseur, der raucht doch nicht. Da stimmt was nicht. Marie-Louise, ja. An dieser Stelle wollen wir unserem Lockvogel auch danken, der da ja. Unter anderem auch geschwebt ist. Ja. Penny McLean, herzlich willkommen. Was mich interessieren würde, Penny, war das jetzt nur für die versteckte Kamera, diese Schwebenummer, oder machen Sie das auch zu Hause ab und zu? Das machen wir nur in Posthotels in Österreich. Ja. Und mir gedacht, würde Flugkosten manchmal sparen, ne? So Inlandsflüge? Ja, so ja, Kurzstreckenflüge, ja. Ja. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und bezauberndes Opfer. Marie-Louise Marian in der versteckten Kamera. Applaus